Es ist 22 Uhr, ich begrüße Sie zur ZIP 2. In Österreich war heute ein seltener Gast auf Staatsbesuch. Nach mehr als 40 Jahren kam wieder einmal ein indischer Premier. Was führt Narendra Modi nach seiner Wiederwahl und nach seinem Besuch bei Putin ausgerechnet nach Wien? Der Evakuierungsaufruf der israelischen Armee in Gaza kann nur den Versuch einer Flucht der betroffenen Bevölkerung auslösen. Denn wohin soll sie noch, wenn es keine sicheren Orte mehr gibt? Und über die Massen mobilisiert ist die Jugend in weiten Teilen der Welt. Sie hängt oft stundenlang am Mobiltelefon, aber kann man es noch aus den Schulen verbannen und Social Media erst ab 16 erlauben? Dazu ein Gespräch mit dem Soziologen Zach Rausch. Die erste Auslandsreise des indischen Premierministers Narendra Modi nach seiner Wahl in die dritte Amtszeit hat eine bemerkenswerte Route. Denn zuerst hat sie ihn zu Wladimir Putin nach Moskau geführt und jetzt weiter nach Wien. Bei den Gesprächen mit Bundeskanzler, Bundespräsident und Wirtschaftsvertretern ging es um den Ukraine-Krieg, aber auch um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. In der Früh wird vor dem Bundeskanzleramt in Wien der rote Teppich ausgerollt. Mit militärischen Ehren wird Narendra Modi empfangen und von österreichischen Politikern und Wirtschaftstreibenden durch den Tag begleitet. Es ist äußerst selten, dass ein Regierungschef aus Indien nach Österreich kommt. Der erste Staatsbesuch fand 1955 statt, wie die Wochenschau von damals berichtet. Der indische Ministerpräsident Pandit Jawaharlal Nehru, begleitet von seiner Tochter Indira Gandhi und seiner Schwester Pandit, trifft zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Österreich auf dem Vöslauer Flugplatz ein. Nehrus Tochter Indira Gandhi ist es auch, die 1971 und 1983 noch einmal nach Österreich kommt, diesmal als Premierministerin. Sie trifft unter anderem mit Bundeskanzler Bruno Kreisky zusammen, der nach dem Gespräch Folgendes sagt. Es hat sehr intensive Beziehungen gegeben. Es ist in den letzten Jahren zu einer gewissen Abkühlung gekommen und es wäre jetzt an der Zeit, die Dinge neu zu überprüfen und zu einer Intensivierung unserer Beziehungen zu kommen. Viel hat sich seit damals geändert. Die Konflikte und handelnden Personen sind nun andere. Dieser Tage steht der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt. Narendra Modi kommt gerade von einem Besuch in Moskau und hat bei seinem Freund Putin, wie er ihn nennt, dazu Folgendes gesagt. Probleme können nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden. Der Verlust unschuldiger Leben ist inakzeptabel, ganz gleich, wo er stattfindet. Er sieht sich, wie auch Bundeskanzler Karl Nehammer, als Brückenbauer. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass ein umfassender und auch gerechter und dauerhafter Frieden im Einklang mit der UN-Charta möglich ist. Anschließend nehmen die beiden noch an einem Wirtschaftsforum teil. Indien ist einer der wichtigsten Handelspartner Österreichs außerhalb der EU. Dabei sollen nun auch neue Bereiche erschlossen werden. Was ganz besonders aufgefallen ist, dass viele auch den Start-up-Bereich erwähnt haben, also junge Unternehmen. Wir haben im Februar ein Abkommen abgeschlossen, eine Start-up-Bridge zwischen Österreich und Indien. Und das hat auch der Premierminister angesprochen, dass ihm das sehr wichtig ist, Technologiekooperationen, Start-ups, also junge Menschen zusammenzubringen. Weitere Kooperationen sollen auch für Universitäten, den Tourismus und die Filmindustrie geschlossen werden. Der hohe Besuch aus Südasien ist in Österreich hofiert worden. Zu Recht, denn Indien könnte eine bedeutende Rolle als Vermittler im Ukraine-Krieg spielen und ist ein wichtiger Handelspartner für Österreich. Über Menschenrechtsverletzungen in Indien wird dabei nobel hinweggesehen. Die positiven Eigenschaften von Indien würden überwiegen, so der Grundtenor. Der Rest wird einfach unter den Teppich gekehrt. Berichtet Eva Pöcksteiner vom Modi-Besuch in Wien. Im Nahostkonflikt kann man schon seit Jahrzehnten den Eindruck gewinnen, die Geschichte drehe sich im Kreis. Anschläge und Vergeltung, Terror und Terrorbekämpfung wechseln sich im Rhythmus der Jahre ab. In der aktuellen militärischen Operation Israels, jener nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober, geht aber alles noch viel schneller. Gerade erst hat Israels Armee den schmalen Gazastreifen von Nord nach Süd durchkämmt und Stellungen der Hamas bombardiert. Im Süden angelangt wurde Israels Regierung zuletzt vor härterem Vorgehen international gewarnt. Jetzt fängt alles offenbar von vorne an und in vielen Teilen des Gazastreifens wird die Hamas neuerlich ins Visier genommen.
Vor und in dieser Mädchenschule in Kanjunis waren Dutzende Menschen versammelt. Ganz plötzlich sei der Angriff passiert, erzählt diese Augenzeugin. Es war nichts zu hören, keine Flugzeuge oder sonst etwas. Wir sind ganz normal hier gesessen und plötzlich ist eine Rakete eingeschlagen. Trauer auch in Bir al-Dala. Unter den Opfern sind Kinder. Eine Rakete hat hier ein Wohnhaus getroffen, angeblich in einer von Israel ausgewiesenen Schutzzone. Die israelische Armee geht nach eigenen Angaben in mehreren Teilen des Gazastreifens gegen die Hamas vor. Im Zentrum des Küstenstreifens sollen mehrere Terroristen getötet worden sein. Armeeeinsätze werden auch aus Rafah in Südgaza gemeldet und Rauchschwaden hängen über Gazastadt im Norden des schmalen Gebietes. Für die gesamte Stadt gilt nun ein Evakuierungsaufruf, was bedeutet, ein größerer Militäreinsatz steht bevor. Zum zweiten Mal seit Beginn der Offensive vergangenen Oktober. Die Hamas würde sich dort neu formieren, heißt es. Israel sieht sich auf dem richtigen Weg. Wir haben 60% der Hamas-Terroristen ausgeschaltet oder verwundet. Wir haben die große Mehrheit der Bataillone aufgelöst. Wir haben die Hälfte der Geiseln zurückgebracht und wir sind entschlossen, den Rest zurückzuholen. Dass die Geiseln endlich heimkehren können, wünschen sich auch ihre Kinder und andere Angehörige. Sie fordern seit Wochen mit ihrem Protest einen Deal zwischen Israel und der Hamas über eine Freilassung ihrer Familienmitglieder. Er sei zu einem Deal bereit, solange die roten Linien gewahrt bleiben, sagt Israels Premier Netanyahu heute bei einem Treffen mit dem US-Nahostbeauftragten. Welche Linien das sind, lässt er offen. Die internationale Diplomatie läuft auf Hochtouren. Katar, Ägypten und die USA vermitteln. Auch CIA-Chef Burns ist nach Doha gereist. Der Durchbruch bleibt bisher aus. Die neuen Kämpfe könnten auch ein Druckmittel für die Gespräche sein, vermuten Beobachter. Ein Druckmittel, das vor allem die Zivilisten trifft. Viele leiden an Hunger, Kinder sterben an Unterernährung. UN und Israel schieben sich gegenseitig die Schuld für ausbleibende Hilfslieferungen zu. Wieder sind Hunderttausende auf der Flucht, viele zum dritten, vierten, fünften Mal. Wo sollen wir noch hin, sagt dieser Mann. Und auch vom Palästinenser-Hilfswerk heißt es heute einmal mehr. Einen sicheren Ort für Zivilisten, den gibt es in Gaza nicht. Im Krieg, auf der Flucht oder auf der Suche nach Hilfe, wie sie die Menschen im Bericht brauchen, den wir gerade gesehen haben, ist ein Smartphone samt Informationsaustausch via Social Media gewiss oft hilfreich. In unserer westlichen Welt des Kapitalismus und Konsums können Handys und Social Media Aktivitäten aber auch rasch ins Gegenteil kippen, mit verheerenden Folgen für die psychische Gesundheit von jungen Menschen. Der amerikanische Sozialpsychologe Jonathan Haidt hat in seinem neuen Bestseller Generation Angst darüber geschrieben und in den USA eine heftige Diskussion ausgelöst. Es geht um Handyverbote an Schulen und Altersbegrenzungen bei TikTok, Instagram und Co. Bevor ich mit dem Leiter der dem Buch zugrunde liegenden Studien spreche, schauen wir uns an, was Jugendliche bei uns über ihren Handygebrauch erzählen. Jugendliche und ihre Smartphones, eine scheinbar unzertrennliche Beziehung. Aber wie viel Zeit verbringen sie täglich auf ihren Handys? Die digitalen Wegbegleiter wissen es ganz genau. Ja, am meisten TikTok, weil es halt eben halt kurze Videos sind und man kann sich halt sehr schnell damit so beschäftigen. Und ja, es ist halt viel, wenn halt einem langweilig ist, dann kann man das schnell benutzen einfach. Ja, natürlich hat man immer im Hinterkopf, dass man es eigentlich weniger benutzen sollte. Deswegen hat man halt auch diese Bildschirmzeitregler. Aber dann klickt man auch einfach auf Vergessen und Weitermachen und ja, dann schaut man einfach weiter. Und ja, eigentlich weiß man es schon, dass man es weniger machen sollte, aber natürlich ist es schwer, das zu regulieren. Seit Jahren weisen Forscher auf die Risiken von sozialen Medien hin. Depressive Verstimmungen, Angststörungen und ein negatives Körperselbstbild gelten als mögliche Begleiterscheinungen. Erhebungen des Gesundheitsministeriums in Österreich zur allgemeinen psychischen Gesundheit von Jugendlichen zeigen: Beschwerden wie Niedergeschlagenheit, Nervosität, Gereiztheit und Einschlafschwierigkeiten steigen besonders seit 2014 bei Jugendlichen rapide an. Das allein den sozialen Medien zuzuschreiben, dafür fehlen kontrollierte Langzeitstudien, so der Bericht. Außerdem hatten Ereignisse wie die Corona-Pandemie zuletzt einen maßgeblichen Einfluss auf die Psyche der Jugend. In den USA, genauer in Los Angeles, steht das Thema gerade in der Öffentlichkeit. Dort wurde nämlich vor kurzem für ein generelles Smartphone-Verbot an Schulen gestimmt. Und in Österreich?
In manchen Schulen findet das bereits über die Hausordnung statt. Ein einheitliches bundesweites Gesetz gibt es aber nicht. Wohl auch, weil das in der Praxis nicht besonders gut funktionieren würde, sagen Elternvertreter. Wir sind gerade dabei, den Schulen, also nicht wir, sondern das Bildungsministerium, den Schulen viel mehr Autonomität zu geben. Und im Sinne dessen sollte das wirklich die Schule selbst entscheiden. Alles, was von oben oktroyiert ist, ist in der Umsetzung sehr, sehr schwierig und wird auch schwieriger angenommen. Und auch das Bildungsministerium verweist auf Nachfrage auf die Schulautonomie und die Hausordnungen der jeweiligen Schulen. Denise Schäferer-Baratsch, Jugendanwältin in Graz, hält ein Handyverbot ebenfalls für kontraproduktiv. Smartphones erleichtern die Kommunikation und trainieren auch wichtige Fähigkeiten. Daher braucht es Aufklärung, Sensibilisierung und eine Einbindung der Eltern. Aber dann doch auch Regularien. Ich glaube, dieser Suchtfaktor ist generell generiert von den besten Softwareentwicklern der Welt. Das heißt, ich glaube, in diesem Fall kann man nicht bei dem Einzelnen ansetzen, sondern hier muss man wirklich technische Regularien wie Glücksspielregularien auch einfach ansetzen, weil das Suchtpotenzial einfach so hoch ist. Dass es manchmal doch ein wenig zu viel sein kann, erkennen viele Jugendliche selbst. Du tust es dir nicht aussuchen, ob du weiter scrollst oder nicht. Du machst es einfach, weil es, keine Ahnung, dir Spaß macht oder so. Man verpasst viel, viel vom Leben. Also wenn man zu viel Screentime hat, dann muss man da schon was dran tun, glaube ich, ja. Also wenn man wirklich zu übertrieben macht, ja. Was man tun kann und vor allem, warum es bei Jugendlichen durch Internet und Social Media zu Suchtverhalten und psychischen Erkrankungen kommen kann, das wollen wir jetzt besprechen. In den USA bin ich mit dem Forschungsleiter des zuvor erwähnten Bestsellers Generation Angst verbunden, mit Zach Rausch, Psychologe an der University von New York. There is a major point of criticism. It's the causality between the... Es gibt einen vielfach geäußerten Kritikpunkt. Das ist die Kausalität zwischen Anstieg psychischer Erkrankungen und Verwendung von Smartphone und Social Media. Diese würde nicht klar erwiesen sein. Warum sind Sie so sicher, dass es nicht einfach eine Korrelation ist? We are currently in a public health emergency where rates of depression have more than doubled since 2010. Wir befinden uns derzeit in einer gesundheitlichen Notlage. Die Depressionsrate bei Teenagern hat sich in den Vereinigten Staaten seit 2010 mehr als verdoppelt. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Selbstverletzungen hat sich mehr als verdreifacht, und das in mehreren Ländern auf der ganzen Welt. Die Ergebnisse aus Korrelationsstudien und experimentellen Studien zeigen, dass soziale Medien und insbesondere die übermäßige Nutzung sozialer Medien dazu beitragen und dass sie schlecht für die psychische Gesundheit sind. Und deshalb glauben wir, dass es an der Zeit ist, Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn das eine akademische Debatte ist, die das nächste Jahrzehnt oder sogar 20 Jahre andauern wird. Soziale Medien verändern sich ständig, entwickeln sich weiter und wachsen. Aber es braucht jetzt praktische Schritte, um dieser Krise entgegenzuwirken. But couldn't it be that the psychological problems könnten die psychischen Probleme der Jugendlichen aber nicht auch auf unsere Zeit zurückzuführen sein, eine Zeit der Klimakrise, der Pandemie und der Kriege? Climate crisis and the pandemic and wars. So all of those things certainly impact youth mental health. All diese Dinge beeinflussen sicherlich die psychische Gesundheit von Jugendlichen. Das bestreiten wir nicht. In unserem Buch geht es darum, dass sich die psychische Gesundheit junger Menschen zwischen 2010 und 2015 sehr schnell und plötzlich verändert hat. Das war vor der Pandemie, vor großen Kriegen. Und das hat eine Reaktion ausgelöst, die seit einem Jahrzehnt oder länger konstant anhält. Sicher tragen auch andere Faktoren dazu bei. Aber wenn wir die Veränderungen seit den frühen 2010er Jahren erklären wollen, ist die beste Erklärung, die wir derzeit haben, die Verbreitung von Smartphones und sozialen Medien. Das heißt, Sie meinen, es sind nicht die Social-Media-Inhalte das Problem, sondern Social Media selbst? Wir glauben, dass es viel mit dem Design der Plattformen zu tun hat und mit der Kombination aus Smartphones und sozialen Medien. Es geht darum, dass man rund um die Uhr ein Smartphone in der Tasche hat, das mit der ganzen Welt verbunden ist
und dass es nur sehr wenige Schutzmaßnahmen oder Regulierungen gibt, um Kinder vor den verschiedenen Gefahren zu schützen, die auf den Plattformen auftreten können. Wenn von betroffenen Gruppen die Rede ist, gibt es ein hochinteressantes Detail. Mädchen aus linken Elternhäusern treffen die Folgen von Social Media am härtesten. Warum? Why that? Yeah, that is a really interesting area of research. The broader point I'd like to make is that. Das ist ein sehr interessanter Forschungsbereich. Allgemein haben soziale Medien auf alle Kinder und Jugendlichen Auswirkungen, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung. Aber wir sehen, dass die psychische Gesundheit junger Menschen, die politisch links stehen, erheblich schlechter geworden ist. Ein Teil des Grundes dafür ist meiner Meinung nach die Einbindung in das reale Leben und in die Gemeinschaften. Konservative Jugendliche verbringen zum Beispiel weniger Zeit in sozialen Medien im Vergleich zu liberalen Jugendlichen. Und es gibt noch eine Reihe anderer Gründe. Im Buch werden radikale Einschränkungen gefordert. Kein Smartphone unter 14, kein Social Media unter 16, keine Smartphones an Schulen. Wie passt das mit der digitalen Erziehung zusammen, wie sie auch hierzulande vom Unterrichtsministerium gefördert wird? Also in our country. Ja. We would say this is not radical at all. Also ich würde sagen, dass das überhaupt nicht radikal ist. Ich kenne sehr wenige Menschen, die vorschlagen würden, Kindern unter 14 Jahren ein Smartphone zu geben. Was wir im Buch vorschlagen, ist, dass man Kindern ein einfaches Handy geben kann. Man kann damit alle notwendigen Kommunikationen führen und trotzdem die realen Erfahrungen sammeln, die man als Kind vor dem Eintauchen in diese virtuelle Welt braucht. In unserem Buch schlagen wir 4 Reformen vor. Keine Smartphones bis zur Highschool, kein Social Media bis 16, handyfreie Schulen und viel mehr kindliche Unabhängigkeit, freies Spiel und Verantwortung in der realen Welt. Und die entscheidende Erkenntnis, die wir vermitteln wollen, ist, dass es sich um ein kollektives Problem handelt. Weil ja jeder auf diesen Geräten und in sozialen Medien aktiv ist, ist es für die Kinder sehr schwer, sich abzumelden. Wenn wir kollektive Normen schaffen und sagen, dass man ab 14 Jahren ein Smartphone bekommt, dann müssen Kinder unter 14 keinen Druck verspüren, online zu sein. Und für die Eltern wäre es dann einfacher, ihnen zu sagen, dass sie mehr Zeit in der realen Welt und mit Freunden verbringen sollen. Aber vom Klassenausflug bis zum Sportverein, von der Schülerparty bis zum Liebesdate, alles wird digital organisiert. Schließt man mit den Restriktionen, wie Sie sie fordern, junge Menschen nicht von der Teilhabe an der Gesellschaft aus? Young people from participating in our society. Wir haben festgestellt, dass Kinder heutzutage viel weniger Zeit in der realen Welt verbringen als je zuvor. Sie schauen sich extrem viel auf ihren Handys an, bleiben in ihren Zimmern und sind nicht in der realen Welt. Genau das versuchen wir zu lösen. Wir wollen, dass Kinder wieder raus in die Welt gehen, damit sie auf das Erwachsenenleben vorbereitet sind. Was wir sehen, ist, dass diese Technologien Kinder voneinander und von der Welt trennen. Sie fühlen sich einsamer, distanzierter und haben Schwierigkeiten in der Schule. Daher glauben wir, dass die Lösung darin besteht, Kinder wieder in die reale Welt einzubinden. Aber Smartphones und soziale Medien blockieren das in vielerlei Hinsicht. Sie haben schon anklingen lassen, dass es im realen Leben eine Überbehütung unserer Kinder gibt, aber keine Behütung der Kinder in der digitalen Welt. Warum ist das so und wie hängt das eigentlich zusammen? So beginning especially in the United States in the late 80s, early 90s. In den USA hat das in den späten 80er und frühen 90er Jahren begonnen, als das Kabelfernsehen zugenommen hat und Geschichten von Entführungen und schrecklichen Dingen aus der ganzen Welt zu sehen waren. Das hat zu einer Kultur der Angst geführt, dass man Fremden und anderen Menschen nicht trauen kann und wir unsere Kinder abschotten und allein erziehen müssen. Das hat dann dazu geführt, dass Kinder weniger die Möglichkeit hatten, die Welt auf eigene Faust mit ihren Freundinnen und Freunden zu erkunden und stattdessen
Klassen dann viel mehr Zeit zu Hause verbracht haben. Das hat die Tür in diese neue virtuelle Welt geöffnet. Es gab den Wunsch, Dinge zu erleben, und so wurde dieser Zug in Bewegung gesetzt. Und deshalb sagen wir in dem Buch, dass wir uns nicht nur auf eine Kindheit mit Smartphones konzentrieren können. Wir müssen den Kindern viel mehr Unabhängigkeit, Spiel und Interaktion untereinander zurückgeben. Und wenn wir beides tun, glauben wir, dass wir eine Kultur schaffen werden, in der junge Menschen sowohl im realen Leben als auch im digitalen Leben geschützt und unterstützt werden. Sagt der Soziologe Zach Rausch in einem Gespräch, das wir am Abend voraufgezeichnet haben. Die Menschen in der Welt haben viel Geld. Es ist nur nicht sehr gleichmäßig verteilt, wie ein Bericht, in dem das untersucht wird, neuerlich feststellt. 73.000 Superreiche gibt es, Menschen, die 100 Millionen Dollar oder mehr besitzen, Immobilien nicht mit eingerechnet. Die meisten in den USA, deutlich weniger in China oder Europa. In Österreich sind es übrigens derzeit 400 Personen, die über die 100 Millionen Dollar Grenze kommen und damit mehr besitzen als ein Drittel, etwa 36% des gesamten Finanzvermögens im Lande. Die Reichen werden immer reicher. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Der jüngste Bericht der Boston Consulting Group zur Verteilung des Finanzvermögens fasst sie für das Jahr 2023 in Zahlen. Bezogen auf Österreich heißt das, rund 400 superreiche Menschen besitzen mehr als ein Drittel des gesamten Finanzvermögens, also 350 Milliarden Dollar. Die Zahl der sogenannten Dollar-Millionäre ist laut dem Bericht im Vorjahr gestiegen. 50.000 Österreicherinnen und Österreicher besitzen mehr als 1 Million US-Dollar. Finanzvermögen heißt Bargeld, Kontoguthaben, Schuldverschreibungen, Aktien, Investmentfonds und Pensionen. Insgesamt hat sich das Gesamtvermögen der Österreicherinnen und Österreicher 2023 trotz der guten Börsenentwicklung kaum verändert. Es ist nur um etwa 9 Milliarden Euro auf 2,5 Billionen Dollar gestiegen. Beim sogenannten Sachvermögen, wo etwa auch Immobilien dazu zählen, steht Österreich allerdings im Vergleich zum Euroraum etwas schlechter da. Wieso? Weil die Immobilien in Österreich sich mit 2,8% oder fast 3% die Preise sich reduziert haben, wobei im Euroraum das nur mit ca. 1% der Preise. Dass das Vermögen der Wohlhabenden stärker wächst als das der restlichen Bevölkerung, hat mehrere Gründe, so der Co-Autor der Studie. Der Hauptgrund ist, dass die Superreiche und Superreichen Zugang zu Finanzinstrumenten haben oder auch ein größerer Teil ihres Vermögens in Aktien anlegen und dementsprechend natürlich auch von der Börsenperformance, von der guten Börsenperformance im Durchschnitt mehr profitieren. Auf der Kehrseite der Medaille oder besser gesagt der Gewinne stehe natürlich ein umso höheres Risiko bei diesen Anlageformen. Die Kluft in Österreich sei größer geworden, so Karlich. Die Reichen werden also immer reicher und dieser Trend wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Eine Prognose, die auch der Chefökonom der Arbeiterkammer teilt. Das ist ein sich selbst verstärkendes Spiel. Die ohnehin schon viel besitzen, haben höhere Erträge aus diesem Vermögen. Damit wird das Vermögen immer noch weiter oben konzentriert, wenn die Politik dem nicht Einhalt gebietet. Martha Bauer spielt damit auf eine Vermögensbesteuerung an. Genau das fordert heute einmal mehr die SPÖ und bekommt, wenig überraschend, Rückendeckung von der Arbeiterkammer. Österreich alleine kann eine Vermögenssteuer einführen, die schon viel bringt und die das gesamte Pflegesystem finanzieren kann oder ähnliche Dinge. Also man soll das nicht kleinreden. Aber wenn man wirklich Vermögenssteuern haben will, die die ganz großen Vermögensbestände wirklich reduzieren, dann müsste man das auf internationaler Ebene einführen. Gänzlich anders sieht das der wirtschaftsliberale Think Tank Agenda Austria, der sich klar gegen eine Vermögenssteuer ausspricht. Ja, Vermögenssteuern prinzipiell sind eher eine wachstumsfeindliche Steuer. Das heißt, man hätte da auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Man besteuert hier dann nicht mehr die Erträge, die mit dem Vermögen gemacht werden, sondern tatsächlich den Bestand an Vermögen. Vielmehr müssten mehr Möglichkeiten geschaffen werden, Vermögen aufzubauen. Das kann man natürlich machen über die Senkung der Arbeitsbesteuerung, kann man aber auch machen, indem man zum Beispiel den Erwerb von Immobilieneigentum vereinfacht, das eben sehr gering ist in Österreich. So unterschiedlich Vermögen in Österreich verteilt ist, so unterschiedlich sind die Ansätze, diese Ungerechtigkeit zu beenden. Womit wir schon wieder mitten im Wahlkampf wären, jetzt allerdings folgen noch wichtige Meldungen des Tages.
Der Verfassungsgerichtshof hat einer Abschiebung nach Afghanistan zugestimmt. Die Beschwerde eines Mannes wurde mit der Begründung abgewiesen, dass sich die Sicherheitslage seit Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban verbessert habe und der Mann über ein solides wirtschaftliches Umfeld verfüge. Die Verurteilung gegen den Lobbyisten Alfons Mensdorf-Puy wegen Geldwäsche im Eurofighter-Komplex ist aufgehoben worden. Das Oberlandesgericht Wien hat den Schuldspruch des Wiener Landesgerichts aus dem Jahr 2022 gekippt und den Angeklagten freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. Beim NATO-Gipfel in Washington hat US-Außenminister Blinken angekündigt, dass die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine bereits laufe. Die Niederlande und Dänemark hatten Kiew die Kampfjets schon im vergangenen Jahr zugesagt. Die Lieferung verzögerte sich aber immer wieder. Außerdem sehen die NATO-Länder die Ukraine auf einem, Zitat, unumkehrbaren Weg Richtung Mitgliedschaft. In der australischen Metropole Melbourne treibt nach einer heftigen Explosion in einer Chemiefabrik eine Wolke giftiger Gase auf Wohngebiete zu. Das Feuer war in der Früh in einem Werk im Westen von Melbourne ausgebrochen, nachdem dort chemische Materialien in die Luft geflogen waren. Bei uns war es heute an manchen Orten bis zu 36 Grad heiß. Mit leichter Abkühlung gehen derzeit allerdings oft schwere Gewitter einher, wie vor kurzem über dem Wienerwald. Und das war nur der Auftakt für weitere nächtliche Unwetter im Westen und Norden unseres Landes. Schauer und Gewitter bei uns und unseren Nachbarn klingen bis morgen früh weitgehend ab. Noch vorhandene Wolken werden im Laufe des Vormittags auflockern. Es ist jedoch weiterhin schwül und so entwickeln sich im Laufe des Donnerstags die nächsten Schauer und Gewitter, vor allem über den Bergen und bei Höchstwerten um 30 Grad. Am Freitag gibt es im Osten wieder große Hitze, im Laufe des Tages steigt von Westen her neuerlich die Unwettergefahr, der Samstag wird im Westen nass und kühl, im Osten bleibt es heiß. An dieser Stelle verabschieden wir uns von den Zuschauern in Dreisat. Schönen guten Abend aus Wien. Hier in ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Weltjournal und Viktor Orbáns eigentümlicher Beziehung zur EU. Ungarn hat bis Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft inne. Doch wird Premier Orbáns sogenannte illiberale Demokratie als Angriff auf den Rechtsstaat und die Werte Europas gesehen. Das Weltjournal begleitet heute Frauen, die seit Jahren mutig gegen das antidemokratische System Orbán ankämpfen. Das war für heute alles aus der ZIP2-Redaktion. Schönen Abend noch und auf Wiedersehen.